So, hallo und herzlich willkommen in unserer Ecke mit formschönen Heizkörper. Ich mache ein Dankeschön-Video. Bisschen eigenartige Lichtverhältnisse. Es ist draußen, wie man sehen kann, zwar noch hell, aber auch nicht hell genug. Und jetzt habe ich mein Standlicht hier noch aufgestellt. Es ist ja, ne? Das Leben ist manchmal etwas kompliziert. Ja, vor allen Dingen Weihnachtsgeschenke haben sich in der einen oder anderen Form ein bisschen was angehäuft. Deswegen bin ich diesmal gar nicht ganz so unglaublich spät dran mit Danke sagen. Bis auf eine Sache, die ist schon ganz lange da. Und ja, ist, hat nicht sollen sein, ist untergegangen, ist, weiß ich nicht, man kennt's, ne? Also wer häufiger schon mal so eins meiner Dankeschön-Videos geguckt hat, der weiß, es dauert manchmal etwas länger, aber es ist noch nichts, bin wirklich stolz drauf, bisher ist meines Wissens noch nichts verloren gegangen, bis auf vielleicht winzig kleine Kleinigkeiten, so in einzelnen Paketen, ich kann sagen, dass ich irgendwo mal eine Schokolade schon aufgegessen hatte, bevor ich das Dankeschön gemacht habe, irgendwie sowas. Na egal, jedenfalls, hier einmal Kopfhörer. Was ist das? Das ist ein DT770 Pro Limited Edition 32 OHM. Keine Ahnung, was diese Zahlen jeweils bedeuten, aber ist derzeit mein mit Abstand bevorzugter Computerkopfhörer. Also wenn ich wirklich am Rechner irgendwas zusammendösele, gerade auch mir selber zuhöre, ist das sehr hilfreich beim Schnitt, wenn man auch mal wissen möchte, was für Störgeräusche da hinten dran eigentlich so sind. Hiermit hört man sie dann spätestens. Das ist jetzt auch gerade deswegen interessant, so die letzten Tage gewesen, weil ich dann immer noch nach dem Ideal, also was heißt Idealen, nach verschiedenen möglichen Drehorten in der näheren Umgebung suche. Wenn ich es mir einfach machen möchte, dann hocke ich mich einfach in den Garten. Ich weiß nicht, habt ihr zu diesem Zeitpunkt schon Material vom Garten gesehen? Ich glaube nicht, egal. Jedenfalls, ja, finde schon auch das Optimum. Aber die sind jedenfalls toll, weil die haben hier so schönes Flausch. Und dieses Flausch ist doch sehr gemütlich und die sind auch schön größenverstellbar. Also man kann da wirklich, wenn man diesen Riemen hier aufmacht, mit Druckknopf kann man den auch eben einstellen, wie groß der Kopfhörer sein soll. Und dann sitzt das außerordentlich bequem und kann ich also auch über Stunden aufhaben, ohne dass da irgendwas wehtut. Das ist nicht mit jedem Kopfhörer so erfahrungsgemäß. Und der Klang ist wirklich ganz außerordentlich gut. Ist auch prima zum Filme gucken. Musik hören tue ich am Computer weniger, daher sind sie dafür eher nicht so oft im Einsatz, aber ja, zum Filme gucken ganz hervorragend und wie gesagt zum Schnibbeln und YouTube-Recherchen etc. pp. Wirklich ganz, ganz tolle Kopfhörer, ja, verbessert doch mein Hörgenuss ganz erheblich. Herzlichen Dank. So, also wirklich super. Dann Kleinigkeit zwischendurch. Hier kam Holzpost. Eine Holzpost-Dankeskarte. Das ist ja auch was Materielles irgendwo. Also wollte ich es einfach kurz erwähnt haben. Man beachte die schöne Maserung des Holzes. Ich finde die wirklich sehr hübsch, diese Kärtchen. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Werde ich vielleicht gleich auch selber mal drauf zurückkommen, wenn ich mal irgendwelche Kärtchen in nächster Zeit verschicken möchte. Das ist ja wirklich eine coole Angelegenheit. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, was das eigentlich für ein Holz ist. Wir blicken hier ja auf keinen Querschnitt, sondern das nennt sich Tangentialschnitt, was wir hier sehen können, diese Form durchs Holz geschnitten. Das heißt wirklich so, so viel kann ich sagen. Und am Tangentialschnitt sind manche Holzarten ganz gut, andere Holzarten nicht so gut. Und manche gar nicht zu erkennen. Und jetzt bin ich nicht der allergrößte Pro in Holzbestimmung. Und daher traue ich mir jetzt nicht zu sagen, was das hier sein könnte. Das ist dann mit einem Querschnitt, also quasi Baum durchsägen, Schneidfläche angucken. Das wäre ein Querschnitt. Da kann man das dann ganz gut. Und da kriege ich die meisten heimischen Hölzer so halbwegs auseinander differenziert. Spätestens wenn ich nachlese, muss ich inzwischen. Ja. Man lernt das im ersten Semester und danach kann man es ein paar Mal anwenden, um Leute zu verwirren, indem man ihnen sagt, woraus ihr Küchentisch ist. Aber unseren habe ich schon ein paar Mal bestimmt. Es bleibt bei Eiche, verändert sich irgendwie nie. Da habe ich wenig Übung. Gut, ja, also vielen lieben Dank. Das hat mich sehr gefreut, das Kärtchen.
So, dann kam auch als kleine Hilfe zum Adventskalender noch dieses Tool hier. Für den Fall, dass mir die Themenideen ausgehen und ich vielleicht noch ein kleines Multitool vorstellen möchte. Ich bin mir gerade noch nicht ganz schlüssig mit mir selbst, ob ich das nicht tatsächlich noch vorstellen möchte. Es ist ja wirklich mal eine interessante alternative Sache. Daher zeige ich es jetzt mal nur kurz in die Kamera. Und bedankt habe ich mich ja dann. Und falls es noch videofizieren möchte, gibt es dann immer noch genug, was man darüber sagen kann. So, und zwar ist das hier so ein kleines, mehr oder weniger kantiges Objekt, das dann eben auch diverse interessante Werkzeuge enthält, die man alle in alle Richtungen, glaube ich, nee, doch alles nur in die eine Richtung aufklappen kann. Ist einfach mal ein interessantes Design, so ein bisschen klappmessermäßig, aber doch nicht klappmessermäßig. Und es sind vor allen Dingen auch alternative Werkzeuge drin, die man sonst so nicht kennt. Der Schenkende hat das wohl sehr regelmäßig im Einsatz und hat es auch schon ein paar Mal brauchen können. Und ich muss sagen, mir gefällt das Ding durchaus auch. Das ist einfach mal was anderes und halt vom Format her wirklich so klein, dass es in jede Hosentasche passt und es könnte gerade für den zivilen Alltag, ohne dass man jetzt groß im Wald rumrennt, von der Auswahl der Werkzeuge her vielleicht ein bisschen praktischer sein als eben, ja, keine Ahnung, eine Axt. Daher, ja, also vielen Dank und ja, ich werde das wahrscheinlich irgendwann nochmal in einem kleinen Video videofizieren, wenn mir gerade nichts anderes einfällt. Ich habe so ein paar Themenideen für, wenn mir nichts Besseres einfällt. Was heißt was? Nix, das ist falsch, ja. Es soll ja schon deswegen nicht Müll, nicht schrottig sein oder sonst wie, sondern einfach halt nur so ein kleines Thema für zwischendurch. Ja, die Auswirkungen des sauren Regens auf die Wälder in den 80er und frühen 90er Jahren ist halt nichts, was ich mal eben so runterleiere. Nicht, dass ich das jetzt vorhabe, demnächst zu machen, aber nur so theoretisch. Das wäre halt ein aufwendiges Video. Sowas hier vorstellen, das ist halt nicht so aufwendig. Darauf will ich hinaus, ne? Also nicht, dass wir uns da irgendwie falsch verstehen. Ja, also vielen, vielen herzlichen Dank auch dafür. Es ist noch, ja, mehr oder weniger original verpackt. Das liegt einfach daran, das ist grundsätzlich mal für etwas Wichtiges, was ich in einem Dankeschön-Video kurz erwähnt haben sollte. Ich versuche das Zeug so lange, also ich spiele ein bisschen damit rum. Ich nehme es vielleicht auch zwei, dreimal mit raus. Aber ich versuche es dann doch mehr oder weniger original verpackt und unkaputt zu belassen, bis ich mich dafür bedankt habe. Nachdem ich mich bedankt habe, landen die jeweiligen Sachen dann auch im regulären Gebrauch und die Chance, dass ich sie dabei kaputt mache, wenn es dann was ist, was man kaputt machen kann, die besteht leider. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, was ich jetzt bisher schon so kaputt gemacht habe von dem, was ich bisher geschenkt bekommen habe. Aber unter uns, da sind ein paar Sächelchen dabei. Das ist ja auch nicht schlimm, ne? Da sind auch mitunter Dinge, die nicht für die Ewigkeit gemacht waren und dann haben sie auch nicht ewig gehalten. Die Zeit, die ich sie genutzt habe, haben sie aber funktioniert und dann ist ja auch hoffentlich in Ordnung. Und ne? Also nur damit wir uns, wie gesagt, richtig verstehen, ich nutze das Zeug schon. Ja? Auch wenn es manchmal so aussieht, als sei es auch original verpackt, in Anführungszeichen. So. Wo machen wir weiter? Wir machen hier weiter mit einer wunderschönen Weihnachtsdesign-Box. Hier, so schaut die aus. Da ist keine Adresse drauf, oder? Unten wäre seltsam. Ja, die eben auch wahrscheinlich im Rahmen von Weihnachten uns erreicht hat und auch wieder sehr, 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 sehr toller Inhalt, sehr freundlicher Brief dazu, den habe ich hier gerade in Händen. Der kommt dann ins Archiv. Sämtliche Briefe landen übrigens immer im Archiv. Frau archiviert mir das handschriftlich. Hervorragende Handschrift übrigens, ich bin neidisch. Das kann bei mir keiner lesen. Und ja, zum Inhalt, das ist so ein bisschen was aus dem Urlaub, wenn ich das richtig verstanden habe. Alternative Dinge aus einem fernen, nördlich gelegenen Land. Und da haben wir nämlich hier erstmal diese Franz Knugak mit Peanuts oder so immer, wie auch immer man das aussprechen mag. Die kommen gerade sehr, sehr, hat ganz vergessen, dass es die gibt. Gleich nicht mehr. Also umso besser. Ja, hier herzlichen Dank. Stimmt, ich muss mich da ja am Riemen reißen, die nicht gleich aufzumampfen, damit ich sie noch verdanken kann. Das wird so eine Art Snickers-artiges Dingens sein, vermutlich, vermutlich. Im Moment, ich kann ja mal probieren, dann wissen wir Näheres.
Nein, nein, da ist so was Weißes drin. Pfefferminz, so was Pfefferminzartiges. Ganz interessant, aber lecker. Ich kann mal kurz fertig. Schnitt. So, dann haben wir noch einen Gultbarre. Das ist vermutlich Milchschokolade mit irgendwas Orangigem drin. Bestimmt auch sehr lecker, aber das esse ich jetzt nicht. Dann hätten wir noch, wobei ein bisschen was davon muss ich Frau ja auch abgeben. Ne? Dann haben wir Tordenskjold, Tordenskjold Streichhölzer. Die sind dahingehend witzig, weil als wir mal im Norden unterwegs waren, wir meint Eltern plus ich, vor langer Zeit, als ich noch keine Auswahl hatte, wo ich denn bitte Urlaub machen möchte, weil Eltern vorgegeben haben, wo Urlaub zu machen ist, und zwar mit dem Wohnmobil durch verschiedene Länder Skandinaviens, also Dänemark, Schweden, Norwegen, logischerweise. Und da war Vater unterwegs, vor allen Dingen, um Salzwiesenpflanzen soziologisch zu erfassen, also Botaniktour als Urlaub getarnt. Und ich musste halt mit, weil man ist halt der Sohn, ne? Und habe dann die Zeit damit verbracht, lustige Dinge zu tun, wie den Kühen zuzuschauen, in den jeweiligen Wäldern rumzurennen, hier und da mal aufs Fjell abzuhauen, wenn es fjellnah genug war. Mir Gedanken zu machen, dass es toll wäre, auf einer Schäreninsel eine einsame Hütte zu betreiben und da zu wohnen und, und. Fand das eigentlich, also ich hätte gesagt, ich habe es als langweiligen Urlaub abgespeichert. Blöderweise hat es wahrscheinlich eine gewisse Freude am Entdecken und Erkunden der Natur geweckt, da Vater auf die schlaue Idee gekommen ist, mich für die Navigation einzutragen. Das heißt, wir sind im Wohnmobil unterwegs gewesen, und ich musste nicht etwa hinten hocken auf dem Kindersitz, nein, da saß Mutter. Ich durfte auf dem Beifahrersitz sitzen und war für die Navigation zuständig und war auch bei der Proviantplanung sozusagen eingebunden, damit ich was zu tun habe, und war der Meinung, wir brauchen jede Menge Streichhölzer. Und dann haben wir uns unterwegs mal jede Menge Streichhölzer besorgt, und das waren vielleicht nicht exakt die hier, aber sie kommen mir verdammt verdächtig bekannt vor. Und ja, ich meine, bei Mutter im Keller garantiert noch zwei, drei Schachteln von den Dingern rumliegen zu haben. Die sind jetzt vielleicht nicht unbedingt besser geworden, aber ja, also das ist ein ganz tolles Nostalgieerlebnis, diese alten Streichhölzer. Ist ja nur eine Kleinigkeit, aber das freut mich jetzt irgendwie gerade sehr, weil das halt eben an diese Zeit erinnert. Ja, die gibt's auch in groß. Nämlich diese hier, ne, Langversion, haben auch nur einen normalen Zündkopf, sind aber einfach vom Holz her länger, ist natürlich hochgradig interessant für irgendwelche unzugänglichen Kerzen oder Spirituskocher. Vielleicht sind sie auch für Spirituskocher gedacht, weil, ne, die sind da oben ja omnipräsent und auch erfunden worden, wer weiß. So, und in der Streichholz-Collection von Streichhölzern mit diesem Ob-Dings-da-Bums drauf, Tordenskjold mit Sigahedstrandsticker. Das wird wohl viele so viel heißen wie Streichholz. Aber jedenfalls ist da ja immer dieser Kerl hier drauf, wer immer das ist. Das konnte ich bisher nicht rausfinden. Aber das hier sind die krassen. Ne? Die. Deswegen die anderen Streichhölzer sozusagen zum Vergleich. Für Hobbypyromanen wie mich natürlich ein gefundenes Fressen. Das ist quasi Zunder inklusive einem riesigen Streichholzköpfchen. Und blöderweise hängt da hinten der Rauchmelder, und deswegen traue ich mich jetzt nicht. Der funktioniert nämlich gut, haben wir schon mal per Backofen ausprobiert. Per etwas zu spät geöffnetem Backofen. Und dann ging das große Gepute los, und das müssen wir nicht nochmal haben. Das war ziemlich laut. Daher würde ich jetzt auf einen Praxistest erstmal verzichten. Mir fällt mit Sicherheit noch irgendeine videofizierte Anwendung für die Dinger ein. Sehen super klasse aus. Habe ich in Deutschland noch nie gesehen, die Dinger. Ich erinnere mich auch nicht von früher irgendwie dran. Also ich bin außerordentlich gespannt. Ja? Also offensichtlich weißt du, dass man mir mit jeder Form von Zundermaterialien immer eine Freude machen kann. Ja, vielen Dank.
Dann ist da noch Makrelkräs in Tomatensoße. Das wird wahrscheinlich sowas wie Makrele in sowas. Also ich nenne das immer Dosenfisch. Ne? Man kennt so diese Apple und andere Firmen Fischprodukte, die in so einer meistens so flachen, runden, so ovalen Allianz Arena förmigen. Mehr oder weniger ist die überhaupt oval. Ach, was weiß denn ich über die Allianz Arena? Ich bin da ein paar Mal vorbeigefahren, weil ich habe ja da studiert. In der Nähe, nicht in der Allianz Arena. Da kannst du, glaube ich, nichts, auch nur in Ansätzen Akademisches, außer vielleicht Steuerhinterziehung für Fortgeschrittene oder ähnlich sowas vielleicht studieren. Aber egal. Jedenfalls Makrelkräs und ja, sind wir gespannt. Sind da Zwiebeln dabei? Hier müsste man lesen können, ne? Also es sind auf jeden Fall 60% irgendwas, 14% was anderes und ich glaube, ich versuche es gar nicht erst. Gutes Diätfutter, 124 Kalorien pro 100 Gramm. So, dann haben wir hier noch Farbor Clever Post, yes. Das dürfte sowas wie Leberwurst sein. Du hast mir ja auch noch was zu geschrieben gehabt, ne? Also so ist das ja nicht, dass da nichts dabei stand. Ich habe es nur gerade nicht mehr ganz im Kopf. Ja, aber das sieht mir sehr so aus, als sei das was in Richtung Leberpastete, Leberwurst. Da steht ja meine Frau total drauf. Das muss ich also auf jeden Fall teilen. Das ist ja auch, das denke ich, der Sinn der Sache, dass wir da uns gegenseitig ein bisschen unterstützen beim Aufessen. Herzlichen Dank. Klingt sehr exotisch. Und das gibt es zweimal. Dann können wir uns auch jeder mit seiner eigenen Dose unterstützen. Wunderbar. So, ich glaube, da war sonst nichts mehr drin, wenn ich da nichts vergessen habe. Ja. Vielen Dank. Das ist ein cooles, nettes Fressalienpaket. Und wie gesagt, so zum Feuer machen kann ich ja bekanntermaßen immer gebrauchen. So, kommen wir zum nächsten Paketchen. Das war hier dieses da, wem es bekannt vorkommt. Ganz was Besonderes. Insbesondere der Elefant im Paket sozusagen ist dieser Gürtel. Das ist ein Paracord-Gürtel. Ich wusste mal, wie dieser Knoten hier heißt. Das ist aber lustigerweise der gleiche, den ich auch am Hut habe. Man vergleiche, ne? Nur doppelt so breit. Das ist also quasi mein Hutknoten zweimal nebeneinander gelegt. Hab nie gelernt, wie man das macht. Ich habe wohl mal eine Anleitung dazu gesehen. Ich hatte auch mal überlegt, ob ich mich mal rantrauen soll an ein Gürtelknüpfprojekt. Habe ich dann aber doch sein lassen. Aber ich kann grob abschätzen, wie viel Arbeit das gewesen sein muss, einen Paracord-Gürtel zusammenzuknüpfen, für nicht unglaublich schlanke Personen wie mich. Und ja, also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Er passt. Tatsächlich habe ich in letzter Zeit tendenziell ein kleines bisschen abgenommen. Witzig ist übrigens auch noch die Geschichte, wie, also da gab es eine Kommunikation zu diesem Gürtel. Nicht mit mir, sondern mit Frau. Ja, weil man muss ja ungefähr wissen, was für eine Größe der haben soll. Ist aus Video schwierig rauszufinden, was ich für einen Bauchumfang habe. So, also hat Frau den Auftrag bekommen, sozusagen bei mir heimlich, ohne dass ich kapiere, worum es geht, den Bauchumfang zu messen. Was darin resultiert ist, dass die alle paar Tage mal ankam und mich irgendwie alles Mögliche an mir gemessen hat, Armlängen und was weiß ich, damit ich auch ja schön verwirrt bin und hat sich immer nur kryptisch ausgedrückt, dass das wichtig sei für Projekt, was auch immer. Sie hat da immer so kreative Namen wie Rümpeldümpel oder nee, Rümpeldümpel ist die fiktive Sarah, Rümpeldümpel, die in Fuhlendorf wohnt und Reaction-Videos zum Trocknen von Wandfarbe veröffentlicht. Egal. Jedenfalls, das war sehr verwirrend. Und das Fiese ist, war jetzt doch mit so viel, auch deinerseits sehr gemein, da war jetzt so viel zeitlicher Versatz zwischen diesem Maßnahmeprozess, nicht, dass ich mich beklagen möchte, nee, das ist überhaupt nicht schlimm, dass das eine Weile gedauert hat, gar nicht, nicht mal im Ansatz, dass ich nämlich schon wieder vollkommen vergessen hatte, dass dieser Maßnahmeprozess überhaupt jemals stattgefunden hat. Hatte nichts mit Wald zu tun, alles, was nichts mit Wald oder Umwelt oder Naturwissenschaft zu tun hat, geht da rein und ist gleich wieder weg. Ja.
Und der Gürtel ist übrigens sogar noch ein bisschen längenverstellbar, das kann man hier sehen. Hier gibt es also noch ein paar Möglichkeiten, da ein bisschen zu justieren. Das finde ich auch sehr, 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 sehr praktisch, weil, ja, wie gesagt, ich bin in letzter Zeit eher schlanker geworden als dicker. Es wird aber ohne Zweifel irgendwann auch wieder eine Phase in meinem Leben geben. Spätestens wenn es nochmal so eine blöde Corona-Gedönsgeschichte gibt oder was ähnliches, wo wir alle aufs Sofa gebannt werden, dann spätestens dann passt der Gürtel auf jeden Fall wieder. Ja? Momentan passt er noch, aber ich gedenke ehrlich gesagt noch ein paar Kilo weniger mit mir rumzuschleifen, wenn das irgendwie möglich ist. Und in dem Fall würde er dann irgendwann wahrscheinlich nicht mehr passen, aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. Wie gesagt, es gibt garantiert Phasen, wo ich den dann wieder brauche und ich werde ihn in Ehren halten und aufbewahren. Und ich habe ihn auch schon ein paar Mal durchaus im Einsatz gehabt. Funktioniert alles ganz tippitoppi. Lassen sich übrigens auch prima Dinge dranhängen. Ja, super. Also vielen, vielen Dank. Und nochmal, wie gesagt, ich weiß, wie viel Arbeit so ein Ding macht. Also sensationell. So, und dann war da noch drin, nämlich auch noch ein paar andere richtig coole Kleinigkeiten. Ein Paracord-Armband. In dieser Knüpfung habe ich, glaube ich, noch gar keins. Ja, ich wusste auch mal, wie diese Knüpftechnik heißt, habe ich wieder vergessen, aber sehr, sehr cool, habe ich immer mal wieder gerne zum in den Wald gehen angezogen in letzter Zeit, jetzt liegt es schon wieder in der Schachtel, damit ich es eben fürs Dankeschön-Video dann auch griffbereit habe, kann ab jetzt wieder regelmäßig in Verwendung und sehr, sehr cool, ja, passt mir auch perfekt, tipptopp, da gibt es gar nichts auszusetzen, vielen Dank. So, dann haben wir zweimal Paddling. Paddlinge haben wir schon ein paar, macht nichts, ja, kann man nie genug haben. Die Idee ist nur für diejenigen, die die nicht kennen, das ist im Prinzip eine PET-Flasche, die noch nicht aufgepustet wurde. PET-Flaschen werden in so ein Rohling quasi gegossen und werden dann irgendwie aufgeblasen zu der Größe, die sie später mal haben sollen. Und drum ist hier auch schon der übliche PET-Flaschendeckel drauf. Das Gewinde bleibt, wie es ist, Deckel auch. Und die sind halt super zum Verstauen von verschiedenem Kleinkram. Ich habe da zum Beispiel ganz gerne in einem Paddling, habe ich immer mein Öl drin, oder hatte ich mal zeitlang immer Öl drin zum Braten, wenn es draußen ums Braten geht. Man kann da aber auch natürlich trockene Sachen wie Medikamente unterbringen, potenziell noch ein paar Reserve-Geldscheine habe ich auch schon gesehen, dass Leute da auf Tour in einem Paddling noch ein bisschen Ersatzgeld transportiert haben. Aber was weiß ich, was man da alles rein... Da kann man alles kann man da reinmachen, ne? Sofern es reinpasst. noch zwei Ersatzdeckel, gehen schnell verloren. Und sehr cool, das hier sind Tuchtabletten in Röhrchenform. Das kannte ich so auch noch nicht. Ich habe einen ganzen Sack von den Dingern mal gehabt. Die sind inzwischen nahezu alle. Irgendwo habe ich noch zwei, drei rumfliegen. Tuchtabletten sehen jetzt aus, als könnte man die essen. Aber ich will es nicht tun, weil die sind so praktisch da verpackt. Darum möchte ich die jetzt ungern verbrauchen, wenn es nicht notwendig ist. Schmeißt man die in Wasser, quillen die auf, rollen sich ein bisschen auseinander und werden zu einem Taschentuch-großen Baumwolltüchlein. Das, was aus Baumwolle ist, biologisch abbaubar ist und quasi ein biologisch abbaubares, feuchtes, langzeithaltbares Tüchlein. Das heißt, wenn man die nicht irgendwo in die Landschaft pfeffert, wo sie biologisch abgebaut werden, halten die recht lang. Kommt drauf an, was man damit halt abputzt. Ne? Kann im Grunde tagelang als Survival-Waschlappen oder ähnliches verwendet werden. Oder eben auch zu Erste-Hilfe-Zwecken als Verbandmullersatz. Ist natürlich nicht steril, ist aber zumindest mal sauber. Und das ist ja auch schon mal was wert. Ja? Also kann man jede Menge Zeugs mit anstellen und die Art und Weise, wie die hier verpackt sind, ist natürlich nochmal super praktisch, weil das lässt sich ja nun wirklich ganz einfach integrieren in so ziemlich jedes Reisegepäck. Die werden also nicht allzu lange leben, verbrauche ich auf jeden Fall. Kann ich was mit anfangen. So, dann haben wir hier, das war die Verpackung. In der Verpackung sind auch noch ein paar Ersatzklingen drin. Dieses außerordentlich spannende Schlüsselanhängermesser kann man kaum sehen. So klein ist das. Das ist ein Rasierklingenmesserchen. Ja, also man kann, Skalpellklingen kann man hier vorne einsetzen
Und die kann man auch auswechseln. Das heißt, ist das Ding irgendwann mal stumpf oder stumpfer, dann packt man einfach eine neue Skalpellklinge rein. Skalpellklingen hatte ich auch mal für irgendwelche Erste-Hilfe-Experimente mir mal ein paar besorgt. Kosten gar nichts. Sind total günstig, sind natürlich Rasiermesser scharf. Weiß man. Und das ist also eine ganz clevere Lösung, wie man auf kleinstem Raum ein winziges Messerchen, das trotzdem ordentlich schneidet, weil Skalpellklinge, unterbringt. Und sehr, sehr clever, wiegt gar nichts, wiegt 3 Gramm oder was. Das bisschen, was hier an Material als Griff sozusagen verbaut ist, ist aus Titan und wandert jetzt, nachdem ich bedankt habe, auch auf jeden Fall eine Zeit lang an den Schlüsselbund. Als ja, alternatives Notmesserchen, wenn man dringend mal ein Messerchen braucht. Richtig coole Idee, wusste nicht, dass es das gibt. Ja, also wie gesagt, hast du mir da einige kleine Mini-Miniaturspielsachen, und da stehe ich ja auch außerordentlich drauf, noch mit ins Paket reingepackt, die außerordentlich cool sind, wirklich sehr, sehr, sehr cool. Dazu gehört auch, davon habe ich noch ein paar, der Endlossack. Das ist im Grunde, lass ihn einfach mal noch zu, weil, wie gesagt, ich habe noch ein bisschen. Das ist ein Schlauchbeutel, der aus Biokunststoff besteht. Das heißt, sollte man den mal irgendwo in der Landschaft liegen lassen, dann baut er sich von alleine ab. Sollte man natürlich trotzdem nicht tun, gibt es auch keinen großen Grund, das zu tun. Aber ist toll zum in der Hosentasche haben, im Rucksack haben oder sonst wo haben. Und man kann sich dann eben beliebig viel von dem Zeug einfach da rausziehen. Das ist so ein ganz langer Schlauch, den man da dann nach und nach eben rauszieht. Abreißen, so viel man braucht, macht oben einen Knoten, macht unten einen Knoten. Der ist also auch nicht auf eine definierte Beutelgröße irgendwie vorperforiert, sondern man reißt ihn einfach ab, wo man möchte, und macht 2 Knoten rein. Beziehungsweise man macht erst einen Knoten rein, füllt rein, was rein soll, und macht dann den zweiten Knoten rein. Sonst macht es wenig Sinn. Also eine tolle Möglichkeit, wenn man im Gelände was dabei haben möchte, um Müll einzusammeln, falls man halt irgendwelchen blöden Müll findet, der da gerne bitte nicht bleiben soll, den man mitnehmen möchte, dann kann man da also ganz viel Tolles mit anfangen. Ja, Ruby Tech Tonga, glaube unter dem Namen kann man die auch im Internet finden. Ich habe mir den damals ja auch daher besorgt. Finde ich klasse. Wie gesagt, ein bisschen habe ich noch, nicht mehr viel, und habe es wirklich größtenteils als Müllbeutel verwendet. Ist natürlich auch als Survival-Beutel großartig, weil das wiegt, weiß nicht, 60 Gramm oder was, dieses Ding, und hat eine Länge von, steht glaube ich, 7 Meter. Cleverback, 7 Meter. Da kann man also schon ganz schön viel Zeugs drin unterbringen, wenn das dann sein sollte. Geht auch zum Wassertransport, wenn der Knoten dicht genug ist, den man macht. Also toller, toller Survival-Beutel. Und dazu, wie gesagt, biologisch abbaubar. Das ist schon, muss man haben. Oder sollte man haben, zumindest. Ja, und dann noch ganz was Lustiges. Die habe ich inzwischen, jetzt wo ich weiß, dass es die gibt, seit du mir die geschickt hast, habe ich die jetzt auch lustigerweise ein paar Mal auf YouTube entdeckt. Das schreibst du da ja auch noch dazu. Ne? Man kann damit offensichtlich auch Feuer machen, wie Kollege Stefan von Survival Deutschland. Der hat damit schon Feuer gemacht. Das ist ein Mikro in Scheckkartenformat. Ne? Sehen wir. Mikro-Lüblein. Ja? Also eine Lupenkarte mit mit ja, Lineal. Lineal, vielleicht mal ganz nützlich, aber die Hauptfunktion ist natürlich die Tatsache, dass das eine Lupe ist. Und offenbar kann man damit, wenn man es kann, ich kann es wahrscheinlich noch nicht, werde aber mal üben, vielleicht kriege ich es ja hin, sogar vorher machen, ist ansonsten für mich persönlich auch unglaublich praktisch, als immer dabei habe, Lupe, wenn ich mal wieder irgendwelche Pflanzen bestimmen möchte und gerade wieder mal nicht meine Botaniklupe dabei habe. Botaniker haben immer so kleine Lübchen, häufig am Schlüsselbund. Man erkennt den Profi-Botaniker daran, dass er niemals ohne seine Lupe aus dem Haus geht. Ja, ich bin offensichtlich kein Profi-Botaniker. Ich habe so ein Ding, ja, ich habe da sogar 3 von, aber ja, ich habe sie doch eher selten einstecken. Sowas allerdings wandert ab sofort in den Geldbeutel. Da gibt es nämlich einen ganzen Paar, sogar ich gleich ein paar von. Ja, also super. Werde ich mir eigentlich überall einen deponieren, und dann habe ich ab sofort auch immer eine Lupe griffbereit. Die ist nicht super stark, aber das kleine bisschen an Vergrößerung, was man zum Beispiel für botanische Zwecke braucht,
Haut, da reicht meistens diese so ein paar Mal Vergrößerung, so 4-5-fach, reicht schon vollkommen aus. Dann ist das super praktisch. Auch für medizinische Zwecke natürlich ganz interessant, wenn man mal sehen möchte, wo man den Spreisel hat und oder auch einfach, wenn man eine Sehschwäche hat und das Ding einfach aus optischen Gründen, um was Kleines lesen zu können, braucht. Dann natürlich auch super praktisch. Ja, ich muss auf die Uhr gucken, ich habe noch nachher einen Termin. aber alles noch im Rahmen. So, und dann haben wir hier noch diese lustigen Beutel. Das war als Füllmaterial gedacht, aber auch sehr, sehr klasse. Das sind Vakuumierbeutel für Outdoor-Gerichte. Also Track and Eat zum Beispiel, nur um mal ein Ding zu nennen, das wir alle vielleicht kennen. Die sind in so einem Beutel drin, nur ist der da halt nicht schwarz. Haben hier im Grunde auch einen Standfuß, wenn man sie aufhält, wenn man sie hier auseinanderreißt. Das ist also der klassische Trekking-Mahlzeiten, gefühlt der klassische Trekking-Mahlzeiten-Beutel, wie man ihn kennt. Und hier aber eben noch offen. Das bedeutet, man kann hier seine gefriergetrockneten Dinge, gefriertrocknen kannst du daheim nicht, aber zumindest seine getrockneten Dinge, mit einem Dörrautomat zum Beispiel, kann man hier reinfüllen in der Portion, wie man es haben möchte, sich das Ganze dann eben im Vakuumiergerät, da braucht man allerdings ein heftiges Vakuumiergerät für, durchvakuumieren und dann ist das da drin. Alternativ kannst du es auch einfach mit so einem Ziploc-Verschluss, den sie hier auch haben, so zumachen. Das hebt auch ganz wunderbar, die Ziploc-Variante. Aber die Idee ist wirklich, dass das hier oben verschweißt wird. Hat man jetzt allerdings kein Vakuumiergerät, das das hinkriegt, weil die Beutel zu dick sind, hast du mir dankenswerter gleich noch den Tipp dazu geschrieben. Ich habe es mal ausprobiert. Das geht wunderbar, nämlich das schafft auch das Bügeleisen. Dann ist der Inhalt vielleicht nicht vakuumiert, aber zu auf jeden Fall, und man hat so einen praktischen Beutel, wo man mit Sicherheit wissen kann, dass das, was man an Essen mitgenommen hat, dann auch auf jeden Fall feuchtigkeitsgeschützt da drin ist und sicher transportiert werden kann. Und dafür ist gleich ein ganzer Haufen Beutelchen hier beiliegend. Das werde ich auf jeden Fall mal für die nächste Trekkingtour 2, 3, 4, 5 von den Dingern mitnehmen und ausprobieren. Und da kriegt man ja garantiert auch noch einen Nachschub von, wenn man das mal noch braucht. Sehr, sehr coole Idee. Wusste ich nicht, dass das so käuflich zu erwerben gibt. Ja, wie gesagt, ich teste und dann bin ich in jedem Fall schlauer. Mindestens das. So, ja, also vielen lieben Dank für dieses Paketchen. Ja, insbesondere der Gürtel ist natürlich absolut klasse. Ja, ich glaube, das war's, oder? Moment, ich gucke sicherheitshalber nochmal drunter. So, und dann hatten wir noch eine schöne Literatur- und Transportmedien-Weihnachtslieferung. Nämlich, fange ich mal mit den Büchern an, Der Harz. Und zwar ist das ein Reprint eines alten Buchs von, und sogar mit Karte, einer alten Karte. Die ist für heutige Anwendung natürlich ein bisschen schwierig, aber sie ist wunderschön. Ja, mehr zeige ich davon aus Urheberrechtsgründen, sicherheitshalber lieber mal nicht, wobei es eine uralte Karte sollte egal sein. Ja, wurscht. Wunderschönes Ding, total toll. Und das Buch ist von wann? Ja, 2018 nachgedruckt, aber von 1910. Nach einem Exemplar aus Privatbesitz nachgedruckt und beschreibt eben, was man 1910 zum Harz so wusste. Eine Seite kann man, glaube ich, zeigen. Ja gut, da ist eh kein Urheberrecht mehr drauf. Wenn das 1910, also ich vermute schwer, dass kein Urheberrecht mehr drauf ist. Der Autor muss länger als 70, 80 Jahre tot sein oder waren es nur 60 Jahre, damit das Copyright erlischt, sofern du nicht irgendwas gemacht hast, um das Copyright zu verlängern. Ich meine, beim Herrn der Ringe ist das so, dass da das Copyright so schnell nicht erlöschen wird. Das ist ja Milliarden oder mindestens mal viele Millionen wert, die Rechte am Herrn der Ringe, aber im Normalfall erlischt das irgendwie, was weiß ich, wie viele Jahre nach Tod des Autors. Ob der Autor hiervon jetzt schon lang genug tot ist, weiß ich nicht. Wenn das 1910 erschienen ist, kann es ja sein, dass der Autor damals sehr jung war und noch gar nicht so lange tot. Dass er tot ist, ist wahrscheinlich anzunehmen, aber rein rechnerisch.
Aber ja, jedenfalls, das ist noch in dieser etwas älteren Schrift gehalten. Dankenswerterweise habe ich ein bisschen geübt, die zu lesen. Das kriege ich also inzwischen recht flüssig hin. Ist natürlich mühsamer als normales, modernes Druckdeutsch, aber das funktioniert. Und sehr, sehr spannende Details, sehr interessant auch so ein bisschen den damaligen Zeitgeist rauszulesen und natürlich Geschichtchen zum Harz, die man woanders schlicht und ergreifend nicht erfährt. Und auch die Region, wo meine Harzführung stattfindet, kommt hier erstaunlich häufig zum Einsatz, wird immer mal wieder erwähnt. Und ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Auch gerade, was damals auf dem Brocken los war. Und na, da gab es ja noch nicht mal weder DDR noch BRD in dieser Ausführung, wie wir sie heute kennen bzw. gekannt haben. Ich habe es noch nicht durch. Aber das, was ich bisher so reingestöbert habe, wirklich tippitoppi. Sehr spannend. Vielen Dank. Ja, und für Frau. Frau lässt ausrichten, dass ich das Dankeschön machen darf. Akira Yoshizawa, vermutlich Origami-Kunst. Da hat sie sich außerordentlich sehr drüber gefreut. Also das kann ich jetzt so aus meiner Perspektive bestätigen, dass sie da richtig hin und weg war. Hui! Und das ist auch ein Schinken, ne? Also das ist schon Trümmer, auch richtig schwer. Und viele hochgradig anspruchsvolle, das ist genau das Richtige tatsächlich, Origami-Techniken drin beschrieben für, ich will da auch wieder aus Urheberrechtsgründen nicht allzu viel reingucken lassen. Aber guckt euch allein schon mal diesen Bär hier an, der ist doch klasse. Ja, also ich bin da völlig, ich habe da keinen Schimmer. Ne? Ich kann den klassischen Papierflieger, mit dem man seine Lehrer bewerfen kann. Und damit hört es dann mit Origami aber auch schon auf. Ja, nicht das Tarnkappenbomber-Lenkmodell, das im Looping sich in unerkannt unerreichbare Höhen hinaufschraubt. Papierfliegermodell, das manche anderen Mitschüler damals hinbekommen haben. Ich war froh, wenn ich den einigermaßen geradeaus Zielflieger direkt aus Pult vom Lehrer hinbekommen habe, woraufhin ich dann eine Zeit lang vorm Klassenraum sitzen musste. Ja, ja, war notwendig. Hat er verdient. Muss ich aus heutiger Sicht leider sagen, ja, hatte er wirklich verdient. Man soll ja seine Lehrer nicht terrorisieren, die haben es ja schon schwer genug, aber ja, lassen wir das. Gut. Ja, also sie war wirklich hin und weg. Ich habe auch mal ein kleines bisschen durchgeblättert und finde die einzelnen Sachen, na, zum Beispiel wunderbare, komm, ganz kurz hier, zack, die Schildkröte. Klasse, ne? Also die Schildkröte ist schon außerordentlich toll. Da sind ganz viele super Sachen drin. Ich verstehe bei diesen Anleitungen nur Bahnhof, aber sie meinte, ja, das kann man nachfalten. Das war so meine Hauptfrage. Hä? Wie soll man denn das? Da kann man doch nichts mit anfangen. Doch, das funktioniert. Keine Ahnung. Aber sie freut sich sehr. Da wird sie sich gerade jetzt auch noch in den Wintermonaten, die dann noch folgen werden, also die mit wenig Licht, nicht unbedingt die mit winterlichen Temperaturen, das wäre schön, aber wird sie sich damit sicherlich sehr über Beschäftigung freuen. Ja, also das war wirklich ein absoluter Volltreffer. Genau das Richtige. Herzlichen Dank. Also von Frau, auch von mir, weil wenn sie beschäftigt ist, na, ist if wife good, life's good. Wie heißt das ja so schön? Ja, ebenfalls für Frau noch ein wahnsinnig hochwertiger, toller Kaffee. Ich kann da auch wieder wenig zu sagen. Sie meinte, das sei was ganz, 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 ganz Tolles. Kein Schimmer, aber hat sie sich auch sehr, sehr drüber gefreut. Und sobald die aktuelle Packung, was gerade im Umlauf ist, aufgebraucht ist, werden wir darauf zurückkommen. Ich kann vorlesen: Jamaika Blue Mountain Kaffee besticht durch sein intensives Aroma, einen vollmundigen Geschmack vereint mit leichter Süße sowie einer fein milden Säure, die von einer nussigen Note abgerundet wird, die schon eine Langzeit. Trommelröstung in Deutschland macht unseren Jamaika Blue zu einem Kaffee-Erlebnis der Extraklasse. Davon bin ich vollkommen überzeugt. Ja, ich trinke keinen Kaffee, ich habe keine Ahnung. Aber ja, sie hat sich sehr gefreut.
Im Übrigen war da noch ein ausgezeichneter, kann ich inzwischen bestätigen, ausgezeichneter grüner Tee dabei. Der ist unglaublich wirkungsintensiv. Ja, ich habe ihn jetzt gerade nicht hier, der ist in einer anderen Tasche, Video dazu folgt. Ist schon gedreht, ist auch schon hochgeladen, muss ich nur noch veröffentlichen. Demnächst. Wirklich großartig. Ja, also der haut einen ja ganz sanft in sehr aufmerksame Zustände. Ja, also die Wirkung, also das Tein, ja, Koffein, Tein, will ich jetzt nicht weiter drüber schwadronieren, aber der ist wirklich außerordentlich erstens lecker und zweitens sehr sanft, schlagartig hellwach machend. Kann sein, dass da ein kleines bisschen der Placebo-Effekt eine Rolle spielt, aber scheißegal, die Wirkung ist da, also ist ganz, ganz großartig, insbesondere für Dinge, wo ich mich mehr konzentrieren muss. Werde mir den also noch ein bisschen aufheben, also was heißt aufheben, etwas strecken über einen längeren Zeitraum und immer dann ein Tässchen trinken, wenn Denken erforderlich ist. Das kommt bei mir häufiger mal vor, dass ich das muss. Und der ist klasse, also wirklich klasse, sehr, sehr lecker. So, und dann gab es hier noch diese Tasche, die auch in einem kürzlich erscheinenden Video dann nochmal näher beleuchtet wird. Daher an dieser Stelle nur herzlichen Dank. Haben wir in doppelter Ausführung. Eine für Frau, eine für mich. Ich persönlich finde übrigens dieses Design-Element hier, dass da so eine rote Strippe dran ist, eigentlich ganz cool. Ja? Ist eine Geschmackssache, das schreibst du ja selber, aber finde ich klasse. Ich persönlich finde das irgendwie passt das. Oder auch nicht und gerade dadurch, weiß ich nicht, mir gefällt's. Und dann haben wir hier noch diese Rucksäcke, auch in doppelter Ausführung. Das Video dazu ist schon online, daher kann ich mich hier, denke ich, auch kurz fassen und einfach nur noch mal sagen, herzlichen Dank, auch eben im Namen von Frau. Einkaufen waren wir mit dem Ding übrigens auch schon, also mit dem da, und müssen sagen, da passt ja alles rein. Also der kriegst du nicht voll. Wir haben wirklich einen groß Einkauf gemacht, weil wir im großen Supermarkt gewesen sind. Dadurch, dass wir jetzt so ein bisschen am ADW wohnen, fahren wir jetzt nur noch alle 2 Wochen dann mal zum großen Supermarkt, kaufen dann da auch ganz, ganz viel. Und es ist nicht so, dass der unglaublich weit weg wäre, aber es macht halt auch keinen Sinn, da jetzt alle 3 Tage hinzufahren. Macht sowieso keinen Sinn, dass alle 3 Tage zu tun, davon abgesehen. Aber ja, und für solche Zwecke sind das, denke ich, oder mindestens einer davon, tolle Idee, toller Rucksack, um ihn dann für so einen Zweck zu verwenden. Insbesondere, da wir ein paar Treppen haben, bis wir hier in unserer Bude ankommen und schon seit längerem festgestellt haben, auch schon beim Zeugstransport zwecks Umzug, dass Dinge in den Rucksack packen, um sie hier hochzuschleifen, am allerkomfortabelsten ist. Ne? Kisten kannst du tragen, klar, aber im Rucksack ist halt einfach am gemütlichsten und drum machen wir das auch mit Einkäufen. Größtenteils so, gerade wenn es ein bisschen mehr ist, dass wir das alles in Rucksäcke packen. Also perfekt. Ja, das müsste es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle edlen Spender. Aber es war streng genommen doch noch nicht. Das war nämlich lediglich der materielle Teil. Denn diesmal neu ist, dass Frau dankenswerterweise für den Hut Geld, Quatsch, für die Hutspenden, theoretisch findet man ja unter den meisten Videos in meinem Miniaturimpressum, was da immer drunter steht, also die blöden Links, die überall drunter stehen, da findet man ja auch den Trinkgeldhut. So, und da haben auch im Zuge des Adventskalenders ziemlich viele Leute, also normalerweise ist das hin und wieder mal ein kleines bisschen was da reingeschmissen wird, das ist super, herzlichen Dank, aber jetzt tatsächlich über Weihnachten waren es ein paar mehr Leute, auch eben im Zuge des Adventskalenders, das eine oder andere zusätzliche, was da reingeworfen wurde, und da haben wir jetzt, beziehungsweise Frauen, ich behaupte gar nicht, dass ich das selber machen könnte, ne? das glaubt mir sowieso keiner, haben da eine kleine Animation gebaut. Und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass die Vornamen der jeweiligen Menschen, die da was reingeworfen haben, genannt werden. Ja, ich denke, das ist insbesondere deswegen erfreulich, möglich, beziehungsweise im Rahmen der eurer von mir hochgeschätzten Privatsphäre noch okay, in Anbetracht dessen, dass es häufig sich um, wie sagt man das jetzt freundlich, Allerweltsvornamen handelt.
was ja in keinster Weise abwertend gemeint ist. Benjamin ist auch nicht gerade unglaublich selten. Ne? Ich bin ja auch, wer das nicht weiß, eigentlich ein Benjamin. Also nicht ein Benjamin, sondern ich heiße so. Das ist ja gleichzeitig auch ein Synonym für das jüngste Kind einer Familie. Das bin ich ein Stück weit zwar auch, aber lassen wir das. Ja, jedenfalls, mir fällt mir wirklich jetzt nicht mehr ein. Besagte Huteinblendung läuft inzwischen entweder durch oder folgt jetzt sofort. Ja, und dann kommen wir zur Trinkgeldhut-Compilation. Wir beginnen mit Matthias mit 50 Euro Ben-Geld. Dann kommt der Markus mit 25 Euro Ben-Geld. Und der Paul, der hat 10, also den blauen Schein Ben-Geld, in den Hut geschmissen. Ich finde das gerade selber lustig. Der Stefan, der hat den 24 Ben-Geldschein mit in den Hut geschmissen. Der Hut füllt sich zunehmend. Vom Dennis gab es dann nochmal 10 für den, diesmal in Rot. Warte mal, nicht schon mal ein 10er? Egal. Robert, den 24 Euro Hutgeld. Herzlichen Dank. An alle anderen selbstverständlich auch, aber das sage ich jetzt nicht jedes Mal. Jascha hat nochmal 10 Euro in den Hutgeld geschmissen. Die sehen immer anders aus. Faszinierend. Hier der besonders lustige vom Christian, der 12,24 Euro Schein, und Alexander hat auch 10 Euro nochmal reingeschmissen. Vielen, vielen Dank, der Hut füllt sich. Tatsächlich wäre es langsam grafisch schwierig geworden, da noch großartig viel mehr Zeug in den Hut hineinzupacken. Und dann kommt noch von Mia hier, Entschuldigung, 20 Euro, und dann hätten wir... Das war's, glaube ich. Alles drin im Hut, was reingehört. Und vielen herzlichen Dank an der Stelle. Wie gesagt, ist auch ganz gut, weil mehr hätte grafisch auch nicht mehr in den Hut reingepasst. Ja, also sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die da an mich gedacht haben und mir ein bisschen was haben zukommen lassen. Und selbstverständlich auch vielen herzlichen Dank an alle anderen, insbesondere Patreons. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Macht's gut.